Hallöchen YouTube, da sind wir wieder hier, back hier beim DC Card Shop zum DC Card Shop Simulator. Und ihr seht hier auf der linken, rechten Seite die sogenannte Spiel-Roadmap. Was kommt als nächstes rein? Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Kann altes Regal verkaufen, Kundenbewertungs-App, Kundenhandelskarten, Turnier organisieren, zufällige Ereignisse können auftreten, mehr Shop-Produkttypen, mehr Regal- und Tischtypen, mehr TCG-Karttypen, Spielpaares, TCG, Shop-Dekoration, Bewertungskarte und Schwierigkeitsmodus. Ja, wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir müssten aber den Laden öffnen. Hier wird es langsam, die Leute werden ungeduldig, die wollen shoppen gehen, aufmachen den Rettich und Licht an. Und wir gehen unserer Sucht nach und öffnen zum Willkommensgruß erstmal ein paar Boosters. Let's go. Kartengötter, 5 Euro Karte. Okay. 1 Euro Karte, 6 Euro Karte, 1 Euro. Ist okay. Ah. Ich glaube, da gibt es Besseres. Kartengötter kommt. 3 Euro Karte. Ah. Ja. Guten Morgen. Bitteschön. Tschüss. 18 Euro. Gibt's wieder Cash und 32 Cent. Alter, was hast du denn vor? Tschüss. Tschüss. Bam, badam, bam. Badaba, badambu, ananana. Ich sehe gerade was, Leute, das gefällt mir nicht. Wir brauchen ganz dringend wieder neue Kisten, neue Ware und vor allem hiervon brauchen wir wieder Ware. Aber erstmal kassiere ich dich noch ab. Muss jetzt nicht warten, ja, 10 Jahre. 89, 38. So, ich habe noch kein Regal, deswegen stelle ich die erstmal da in die Ecke. So. Boah, die Kasse klingelt heute wieder. Was ist hier los? Tschüss. Der Scanner gibt. Die Kasse klingelt. Ich freue mich. Ciao. Am nächsten Mal bitte mehr, ja? Dankeschön. So. Ihr habt gespielt? Okay, dann können wir, die Zuschauer und ich, uns in die Ecke der Verdammten stellen und wieder ein paar Boosters öffnen. Oh, 11 Euro Karte. Cool. Oh, noch einmal direkt. Alter. 3 Euro, 2 Euro. Ah, ein relativ gutes Pack. Okay, kommt. Kartengötter.
Oh, 20-Euro-Karte. Da, 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 da. Ich habe die Dollarzeichen im Auge. So, let's go. Kartengötter. Ah. 5 Euro mehr Karte nur. Das beste Pack. So. Alles wieder nur im Cent-Bereich. Nichts Großes dabei. Schade. Aber hier wird wieder ordentlich gekauft. Dafür klingelt die Kasse dabei im großen Bereich. 5, 6, 7, 8 und 20 und 40. Dankeschön. 18,76. Tschüss. 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 Da 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 da. Da da. Guter Herr, Sie haben ein bisschen Schieflage beim Gehen. Ich weiß nicht wieso. Alter. Übertreib doch nicht direkt die Lage. Ciao. $12.64 macht das mit Karte. Tschüss. Dum do die. Alter, volles Gaming-Paradies hier. So, einmal den Würfel mit Karte, ja. 17,86. Ciao.
Oha. Schau, mein bester Kunde. Ach ja, Alter, wir sind wieder leer gekauft, würde ich sagen, Leute. ich will direkt wieder auf, ja. Ist kein Thema hier, aber erstmal kassiere ich dich noch schnell ab, mein Freund. So. Olé. So, ganz schnell hier hingehen. Davon zwei kaufen. Davon kaufen wir direkt mal vier Stück wieder. Zubehör, hier kaufen wir auch mal zwei Stück von. Dann haben wir auch da was direkt in Reserve, weißt du? Ole, 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 ole. Wir füllen Regale, ole. Regale wieder aufgefüllt. Da haben wir wenigstens jetzt auch was für Reserve. So. Öffne. Ja, Leute, ich öffne für euch nochmal ein paar Booster. Seht ihr? Los geht's. Aber dann geht ihr nach oben. 21 Euro Karte. Moinsens. 6 Euro Karte. 7 Euro. 7 Euro. So, ja, nicht das geilste Pack, also schlechteste Pack, glaube ich, ever. Oh, 37 und so Trophäe halten. Wir haben 100 Kartenpacks geöffnet. Yay! 37 Euro Karte. Zwei Euro Karte.
36. So, ich mach dich raus. Ich mach Feierabend, Leute. Akt 6, Freunde. Wir legen los. Der Laden ist wieder geöffnet für heute. Oh, Pack Opening. Kleines Mini-Pack Opening hier. Ein paar Karten für uns. Kartengötter lassen sich im Stich. 12 Euro die Karte. Jawoll, Spieleffekt. Der Gegner kann sich in der nächsten Runde nicht weiterentwickeln. Es gibt, glaube ich, schlechteres, aber auch deutlich besseres. 3 Euro die Karte, also 4 Euro. 3,99. Ist Schmutz, würde ich nicht sagen, aber... Alter! 130 Euro Karte! Minitos! Zerstöre die einzige Karte auf dem Spielfeld des Gegners! Oh mein Gott, Leute, eine 130-Euro-Karte. Ey, ich würde gleich diesen Spieltisch am besten kaufen und die Karte zu verkloppen. Ey, dann haben wir ausgedient, glaube ich. Die verklopfe ich dann für dreifache. 200 Euro. Okay, ja, mal 150. Wer kauft die 150-Euro-Karte? Ja, 10% drauf. Und dann aufrunden. Da müssen wir bei 150. Ich bin gespannt, wer die kauft für 150 Tacken. Die eine Karte da. Jetzt sollen wir das machen? Oder was? Wir haben einen Gesamtwert von Karten im Wert von 1149 Euro. Gesamtwert. Alter. Aber wir haben nicht viel doppelt, ne? Naja, wir warten jetzt mal. Wir sammeln erstmal noch ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht, ich bin noch im Überlegen. Was für Karten kann man an diesem Scheißtisch am besten verkaufen? Die teuren oder die billigeren? Die Frage ist, wenn man da spielen kann selber, wäre es dann nicht sinnvoller, die teuren zu behalten? Zumindest würde ich das so denken oder empfehlen. Für mutig. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie will ich und diesen dämlichen Tisch nicht kaufen für 400 Tacken, weil... Ich weiß nicht, ich fände den irgendwie komplett sinnlos. Dankeschön! Man weiß es nicht, ne, was man da ein bisschen draufpacken kann. Was gibt's Neues hier? Oh, wir können eine neue Restzeit kaufen, die 64er Lizenz. Oha, 800. Ich glaube, wir kommen langsam das teure, die teuren Deckos. Schicksalspaket, 3000 Leute. Seltenes Schicksalspaket, episches, legendäres. Alter, was gibt's denn für Figuren? Wir können das Piggy kaufen, das Nomini. Weil hier diese Figuren, das sind die Plüschtiere.
Dann hier so Figuren. Ah. Alter, guck dir schon mal die Preise an. Ey, Alter, ich will das hier verkaufen später mal. Alter! Was gibt's denn hier noch? Zubehör. Würfel, Kartenhüllen, Deckboxen, geil. Oh mein Gott, wir können Sammelhefte verkaufen. Collector. Ohne Spielmatte. Oh mein Gott. Tetramon Spielmatte. 7500. Alter, was für Preise. Was gibt's hier noch? Kartentisch, den Luftfrischer. Die Werkbank. Wozu brauchen wir eine Werkbank? Ja. Kassen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr aktuell. Erstmal nicht. Kartentische. Oha. Okay. Oha. Erweiterung 20. Und wir können das hier bald machen. Bei 5000 können wir Shop entsperren B. Oha. Ja. Ciao. 14.17. Leute, ihr müsst mehr kaufen. So, wir müssen den Shop erweitern. Ciao. Boah, ich finde das hier voll geil. Warte mal. Das vorne, ne? Guckt euch das mal an, Alter. 130 Euro und dann kommt die 74-Euro-Karte schon. Oh, Leute, weißt du was? Hier. Ein paar Packs öffnen nochmal. Lootglück. Komm, Kartengötter. Oh, was für Schmutz wieder, ey. Kartengötter, lasst uns nicht im Stich. 1-Euro-Karte da, also, naja. 33, 95, 5 Euro. Ich kann 6 Euro die Karte. Boah. 25, 43. Ciao. Und hier werden wieder die Buchplätze gekauft. Die gehen weg echt viel warm mit der Männer. Das ist. Ich hoffe, 3 Würfel, ey. Halleluja, mein Freund. Ich sehe aber gerade wieder da hinten
Wir brauchen eine... Sache von diesen Boxen kannst du nicht viel zu viele haben. Ne? Bei diesen Boxen brauchst du eigentlich permanent immer welche in immer auf Reserve. Permanent auf Reserve. Eieieiei, hallo, mein Freund. Einmal shoppen. 46 gibt's zurück. 25 Cent natürlich. Wollt ihr ein Kleingeld? 5, 6, 7, 50, 60 und der 63. Bitteschön. Ihr seht die Box, ne? Das ist wirklich die Geldgrube schlecht stecken. Bam, bam, badam. Bam, bam, bam. Wie sieht das denn aus? Gibt es denn diese Karten? Level 9 gibt es diese Boxen. Ab Level 9 und Level 12. Okay. Ich komme gleich. Ich muss kurz meine Sucht bedienen. 12 Euro Karte. Jawohl. 5 Euro dazu noch. 6 Euro. Oh. Schöne Pack. Kann man sich geben. Kommt, Gartengötter. Ja, die Kartengötter mögen uns nicht mehr. Unser Glück hat uns verlassen. Nein. So, weiter geht's. 14 gibt's wieder zurück. Bitte schön, tschüss. Ach, sie wollen noch spielen, okay. 5, 6, 7, 8, 20, 30 und 32. Da, 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 dam, 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 da, da, da. Deswegen mache ich auch nicht Feierabend, weil ich genau weiß, die gehen bestimmt gleich noch einkaufen, die Jungs. Also nicht immer, aber manchmal gehen die gerne noch shoppen. Oh, da siehst du, der kauft da noch einen. Noch ein paar Booster für zu Hause. Tschüss.
Ah, ihr kommt auch zum Feierabend, Jungs. Das finde ich super. Ciao. Tschüss. Bis morgen. Ja, Leute. Und wie es weitergeht. An nächsten... wir haben uns schon wieder viel unzufriedene Kunden. Besser Tag. Ja, egal, wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge hier vom TCG Card Shop Simulator. Ich bin raus, euer Zockerpad. Ciao mit V.